Hallo und willkommen zurück zu King Arthur Knight's Tale. Immer noch in der ersten Mission. The resting place of all the fallen knights. Ja. I don't really feel that I belong here. Die erste Mission hier in der neuen Season. Und wir werden jetzt diese Kiste wieder öffnen und uns nochmal diesen Kampf hier antun. Jawohl. Und da müssen wir mal schauen, wie wir denn da die Gegner von uns fernhalten. Das wird quasi hier die, ja, die Hauptaufgabe sozusagen werden. Wir müssen die Gegner weghalten und eins nach dem anderen wirklich richtig töten. Also die platt schlagen und dann nochmal umlegen, damit die... Ja, die Leiche nicht wieder aufsteht. Wir haben hier einen Bogenschützen, den sollten wir wahrscheinlich möglichst früh erledigen. Und eventuell sollten wir hier rüber gehen, um die... Na, da haben wir aber auch... Also da ist ein einzelner Durchgang. Hier unten, das sind aber auch wieder zwei. Hier hätten wir einen einzelnen Durchgang. Und dann ist das komplett offen. Das hier wäre eigentlich sogar... Ne, das sind... da kann man... Ja genau, da kann man sehen. Da kann man auch noch hin. Also das hier sind auch zwei Felder Durchgang. Ja, also wir gehen hier hin, halten, holen uns das Gelände und halten uns dahinter. Das ist auch nicht ganz sicher, aber so 100% sicher geht's halt nicht. Wir sollten wahrscheinlich dieses Teil zerstören. Wir könnten... Ja, und wir müssen den Bogen schützen. Wenn wir den zerstören, dann wird der aber natürlich... hiermit würden wir zumindest alle treffen. Das machen wir mal. Damit sind die halt gestunt. Nicht gestunt, verlangsamt. Und... Wir könnten eben versuchen, den hier auch direkt auszuschalten. Aber dann kämen wir mit dem nur schwer wieder weg. Wir könnten hier versuchen, einen Abschlachtungstreffer zu machen. Wenn wir das jetzt hier draufsetzen, dann wird er wahrscheinlich noch nicht direkt sterben. Aber eventuell sollten wir uns auch erstmal um die irgendwie kümmern. Also vielleicht, dass wir den erstmal komplett ausschalten. Machen wir so. Verwundbarkeit. Kann der theoretisch da rüber chargen? Der könnte die diagonal angreifen. Das ist wahrscheinlich in der Situation ganz gut. Und dann könnten wir hier auch sehen, der kann da nicht rüber chargen. Das heißt, wenn der jetzt den hier benutzen würde, käme der nicht mehr weg, weil er nur noch einen Punkt hat. Wir machen das erstmal hier drauf. Wir müssen da das Gebiet clearen und an den anderen, die schicken wir weg, wenn es geht, dass der versucht, den Kleinen da platt zu machen. Wir könnten das hier benutzen, das ist ein bisschen günstiger.
Heißt aber, jetzt können wir die mit denen natürlich nichts machen. Der kann aber auch nicht gut angreifen. Der könnte angreifen. Ja, gegen den können wir da jetzt auch nicht viel machen. Wir könnten da hinlaufen und wir könnten da noch nicht mal angreifen. None can stand in my way. Wenn wir die jetzt auch noch blitzen, Your command. Den haben wir aber nicht mehr. What's it gonna be? Dann werden wir... Ja, wir werden das mal auf den machen. Ich hoffe, dass er noch nicht stirbt. Ja. Doppelter Schaden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das den mit dem Abschlachtungstreffer erledigt. Moment. Den da drauf, ja. Dann den. Ja, Abschlachtungstreffer. Wir müssen gucken, idealerweise, dass wir die mit dem Abschlachtungstreffer töten, damit die nicht wieder aufstehen. So, der kann nichts machen. Der könnte in der nächsten Runde ihn angreifen, aber wir könnten hier einfach weglaufen. Dahin. Und dann kann der auch nicht angegriffen werden. Der müsste dann hier runter. Und der natürlich auch. Greifen wir den erstmal an. Und dann könnten wir dahin. Der würde nicht angegriffen werden. Der kann natürlich dann dahin laufen. Aber der kann auch in der nächsten Runde wegspringen. None can stand in my way. Darüber. So. Wir sollten denen auf jeden Fall mehr Decoys hinsetzen. Damit die halt beschäftigt sind, damit zu diesem Quatsch hinzulaufen. Wir setzen da einen in die Ecke. Wir haben übrigens hier auch noch eine zweite Welle, die dann ankommt. Also das ist noch nicht mal alles, was wir hier haben. Da können wir jetzt mit den Angriffen nicht viel machen. Wir könnten das hier noch raushauen, um die dann noch weiter wegzuhalten. Eigentlich wäre es halt sinnvoll, die irgendwie ans Brennen zu bekommen. Vor allem der hält halt super viel aus. Aber wir bräuchten auch den Cooldown wahrscheinlich für später. Wir könnten alternativ hier weitere kleine hinsetzen. Das heißt aber natürlich, wir können keine weiteren Würmer mehr platzieren. Wir machen hier einen. Und da einen. Jawohl. Dann darf der einen eigenen angreifen. Und dann ziehen wir uns hier zurück. Hier geht es jetzt nicht darum, die möglichst schnell zu erledigen, die Gegner. Ja, die beiden, die werden wir natürlich erledigen müssen. Da dürfen wir den nicht hinsetzen. Das ist bei dem Merlin da jetzt nicht so günstig, weil er dann da nicht mehr wegkommt.
Der sollte aber in der Runde auch gar nicht angegriffen werden. Das heißt, den lassen wir jetzt einfach stehen und sparen uns die Punkte auf. Der ist nur in die andere Richtung gelaufen, ja. Und da sehen wir, da kommt überall Verstärkung an. Hier auch, aber da in der Ecke nicht. So. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die beiden möglichst erledigt bekommen, damit wir uns in die Ecke zurückziehen können. Das Gute ist jetzt, dass die sich auch noch passend hingestellt haben. Das heißt, da könnten wir jetzt mit dem Feuer direkt wen wegzündeln. Naja, gut, wegzündeln, die sterben dadurch nicht. Mhm. Dann können wir hier weitere Würmer hinsetzen. Da noch einen. Wir könnten den auch einfach weglaufen. Ja, da könnten die noch nicht mal angegriffen werden. Und dann bewegen wir uns danach wieder zurück. Wir halten die jetzt nur am maximalen Laufen. Den kriegen wir aber nicht. Also da müssen wir den angreifen lassen. So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir die beiden erledigt. Idealerweise würden wir halt mit dem auf jemanden Abschlachtungstreffer machen. Und idealerweise würden wir den Abschlachtungstreffer auf den hier setzen. Eins, zwei, drei, vier. Wir könnten zweimal angreifen, wenn wir einfach nur nach vorne gehen. Wenn wir dahin laufen, würde das nicht mehr passen. Okay. Da ist aber nicht mehr viel übrig. Okay, dann würde ich sagen... Ah ne, das geht jetzt so gar nicht. Dann schlagen wir den einmal hier mit. Damit ist der schon weitestgehend im Eimer. None can stand in my way. I fight for honor. Wir müssen gucken... Naja, wir springen mal mit dem darüber. Das heißt, wir können den von hinten angreifen. Vor allem aber können wir jetzt mit dem... Wir könnten den damit ausschalten, aber wir könnten auch da drauf rauschen. So, und damit ist er auch endgültig tot. For King and Country. Time to feed. Der hat jetzt nichts mehr, um den zu erledigen. What do you want? Your command? Den könnten wir zwar töten, aber der würde dann eben wieder aufstehen. Kneel before your king. Ideal wäre, wenn der jetzt diese Runde noch einfach nur weggehalten wird. Aber wir haben da keine Möglichkeit, um den wegzuhalten. Es sei denn, hiermit vielleicht... Naja, machen wir den. So. Naja, der kann jetzt in dieser Runde nicht mehr angreifen. Und der portet weg. So. Und jetzt müssen wir hier mit den letzten Punkten abwarten. Also hier müssen wir quasi dicht machen. Wir können noch keinen neuen beschwören.
Ja, da müssen wir dicht machen und hier müssten wir dann auch irgendwen hinziehen. Der würde auf jeden Fall zu uns hinlaufen. Ich gehe mal darüber. Der kann nicht angreifen, aber den machen wir dann in der nächsten Runde da platt. Eventuell müssten wir mit dem auch noch schlagen. Kneel before your king. Na, machen wir mal so. Okay. Sword or sorcery? Den machen wir mal an. Es kann sein, dass da nochmal Bogenschützen waren. Das war's, okay. Da sind zwei Bogenschützen, ja. Näher. Der ist dann quasi bereit und kann abgemetzelt werden. Ah, die verteilen sich. Also der muss jetzt hier durchsterben, dann steht der auch nicht wieder auf. So. I fight for honor. Zu denen kommen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir könnten die mehr oder weniger vorbereiten, dass wir die danach mit den anderen einsammeln. Aber die stehen hier jetzt echt schlecht. Wir könnten... Damit machen wir 15 Schaden. Naja, also da könnten wir jetzt einfach ein bisschen draufpusten. For king and country. Damit würden wir denen auch die Aktionspunkte klauen. Wir könnten aber auch die angreifen und die sind wahrscheinlich fieser, die schneller sind. Und wir können den hinterhalten. Machen wir das. So, die sind dann alle verlangsamt. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Armbrustschützen wegbekommen. Und dann müssten wir dabei auch schauen, wie wir deren Leichen irgendwie zerstören. Das müssen wir machen. Also den könnten wir jetzt schon platt machen, aber dann ist natürlich die Leiche, die liegt dann da und die steht dann wieder auf. Wir könnten das hier eventuell machen und das machen wir. Das könnte, genau, Abschlachtungstreffer hat dafür ausgereicht. So. Ich habe noch nie vorher den Abschlachtungstreffer so gezielt eingesetzt, wie ich das jetzt mache. Der kann da verschwinden. Dann würden zumindest... würden die da hinlaufen. Ja. Könnte man ein bisschen die wegziehen oder nach da. Aber die sind auch noch alle verlangsamt. Das heißt, die werden da auch nicht hinkommen. Der wird mit dem beschäftigt sein. Gehen wir mit dem dahin. Und das Schöne ist halt, dass die sich immer frei bewegen können, weil die sich da wegbuddeln. So. Der könnte den angreifen. 15. Der würde leider nicht genug Schaden zusammenbekommen, um den hier zu sprechen. Oder wir machen halt direkt den. Ja, das ist besser. Nicht wegen dem Schaden. Na, oder wir nehmen sogar den Bogenschützen dort. Na, machen wir das so. Mhm. Wir könnten... None can stand in my way. Naja, den... Der wird jetzt auf jeden Fall noch nicht sterben, in der nächsten Runde auch nicht. Okay, dann machen wir
hier noch irgendwo einen Wurm hin. Wie schnell ist der? Okay. Der hier ist natürlich noch voll fit. Naja, wir setzen ihn mal da hin. Ich weiß jetzt nicht, ob der da... Na, der wird wahrscheinlich... Müssen wir mal gucken, wer wohin läuft. Eventuell haben wir Glück und der zieht zuerst. Kneel before your king. So, der kann... Ja, dann machen wir einfach mal die Schilde runter. Der ist verlangsamt. Wir würden den mit einem Schlag platt machen und wir könnten danach direkt nochmal schlagen. Ja, dann würde der nämlich jetzt zumindest was machen können. Ja, das reicht natürlich jetzt nicht, aber den kriegen wir danach in der Runde auf jeden Fall vermöbelt. So, das läuft bisher sehr gut, würde ich sagen. So. Ja. Okay, der muss da rüber. Gut, die sind jetzt da unten noch alle beschäftigt. Aber da oben der Große ist natürlich, das wird ein Problem. Können wir... Der steht leider nicht nah genug. Also den sollten wir vernichten. Wir könnten auch dahin und dann einen kostenlosen Angriff da bekommen. Das bringt uns aber, glaube ich, nicht genug. Wir könnten auch hier den umwerfen. Problem ist der hier, den wir weghalten müssen. Und wir haben jetzt hier auch keine guten Möglichkeiten. Ach, wir könnten den verbrennen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wenn wir den angreifen, ob wir da überhaupt einen Doppelschlag bekommen. Also da könnten wir zweimal drauf feuern, dann wäre der im Eimer. Und wir könnten auf jeden Fall das hier wieder machen. 1, 2. Dann pushen wir den einfach weg. So. I can take them all. Der könnte draufrauschen. Also der könnte nach da vorne laufen, in die Suppe rein und dann da drauf chargen. Das macht aber nur Sinn, wenn wir so weit kommen, dass wir den halt mit diesem Angriff dann eliminieren könnten. Den können wir weiter beschäftigt halten, indem wir dem erstmal... Na, der ist... Wir müssten dem schon einen hier vorne hinsetzen. Ansonsten würde der das machen. Das wäre auch nicht so gut. Wir setzen da noch einen hin. Und hier. Aber die sind natürlich jetzt auch fix bei dabei, wieder nach da oben zu laufen. So. Time to feed the ravens. Okay, kriegen wir den irgendwie weiter so weit vorbereitet, dass wir den abgeschossen bekommen. Das sind 44 Schaden, da können wir 2-3 Mal schießen, also 130 Schaden. I fight for honor. Ja, das reicht nicht, er kann 2-mal angreifen. Aber das ist insgesamt zu wenig Schaden. Den können wir aber auch nicht wirklich blockieren. Der hat keine Resistenzen immerhin.
for king and country. You think I can't fight? Wir können den aber langsamer machen, wenn wir hier hinlaufen und da drauf rumpeln und dann laufen wir nach unten weg. So. 177. Your orders? Das müssen wir jetzt auf jeden Fall machen. Also den werden wir jetzt mal... Ich hätte den auch zuerst hier mit, glaube ich, kriegt er auch noch Verwundung, oder? Den kriegen wir auf jeden Fall nicht tot. Der wird auf jeden Fall durchs Feuer sterben. Mhm. Zurück. Der kommt auch hier nicht ran. Und der jetzt auch nicht mehr. Doch, den kriegen wir tot. Dazu müssten wir mit ihm... Das nimmt er halt ein bisschen Schaden. Oder nimmt er auch nicht Schaden. Der kann jetzt da ranrauschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das reicht. Deshalb schießen wir jetzt da noch einmal drauf. Dann stürmen wir dahin. Dann haben wir da wieder einen Abschlachtungstreffer. Und der steht auch nicht wieder auf. Und dann gehen wir hier wieder in die Sicherheit. Naja, lauf weiter. So. For king and country. Mhm. Der würde sofort hier sterben. Das ist unnütz. Da hinten kann er nicht angegriffen werden. Da können wir dann einen mehr hinziehen von den Gegnern. For king and country. Das passt soweit. Okay. Ja, wunderbar. Der kann aber nicht nochmal angreifen. Ja, und die sammeln sich jetzt alle um den. Sehr schön. Das heißt, die haben wir nochmal eine ganze Weile, wo wir uns nicht um die kümmern müssen. For king and country. So, da könnten wir blitzeln. Bringt aber noch nicht viel. Wir könnten... Ja, das bringt auch nicht viel. Also wir müssten, dass auf den ginge. Wenn das jetzt hier den doppelten Schaden macht. Mit dem können wir nichts machen. Wir könnten zwar da hinlaufen, aber das reicht nicht. Der bräuchte seinen Cooldown wieder. Der kann nur zwei erreichen. Der kann mit dem noch nicht nach hinten schießen. Ich würde sagen, den schalten wir eine Runde hiermit aus. Das, was halt schade ist, dass das hier... Ne, das hat nur zwei Runden Cooldown. Ich dachte, das wäre länger gewesen. Den könnten wir damit theoretisch versenken. Wie weit kriegen wir den hier mit runter? Ich glaube, das ist sinnvoller. So. Aber da passiert natürlich mit den Bogenangriffen nicht so viel. So. 42, das ist aber immer noch zu dünn. Eins. Zwei. Ja, das müssen wir so machen. Dann sind wir denen aber los. Sind die vielleicht sogar nah? Ne, da ist nochmal ein Feld zu weit weg. Okay, dann verschwenden wir sozusagen den jetzt da drauf. Dann kommt da aber auch keine Leiche bei raus.
Okay. I fight for honor. Let's see if I could help. Dann können die wieder hier zurücklaufen. Wie weit können die sich bewegen? Ja, das geht. Machen wir die. Bringen wir die darüber. Und dann müssen wir schauen, dass wir den als nächstes vorbereiten und dem die Rüstung wegnehmen. Da könnten wir auch hiermit schon anfangen. Your orders? You must be really desperate. So. Damit ist er auch langsamer. Wir können mit dem jetzt erstmal nichts machen. Und dann warten wir hier hinten. Your command? So. Ja. Da, den ziehen wir hier rüber, um damit die ein bisschen weiterlaufen, aber der wird auf jeden Fall ziemlich direkt sterben. Mhm. Your command? Der macht nix. Ja, mehr können wir da nicht. Das ist klar. Ja, das war auch klar. Die sind jetzt auch leider alle schnell. Also wir haben zwei starke jetzt hier noch übrig. Der und der. Die kleinen sind aber auch nicht ohne. Your command. Die müssten wir weiter irgendwie blockieren. Kneel before your king. Wir können die hiermit verlangsamen. Der ist sowieso nicht der schnellste. Na, wir machen das aber so, dass wir die angreifen. So. Und dann könnten die auch nichts weit genug weg. Und den hätten wir natürlich. Der wird hier wieder runterlaufen. Naja, ich gehe mal mit dem dahin. Aber das wird der, werden die wahrscheinlich so nicht überleben. Okay. Wir bräuchten hier auf jeden Fall mehr Schaden, um die Illusion wieder zu holen. Wir könnten aber hier drei Leute gleichzeitig anzünden und darunter eben auch den stärksten. Und das machen wir jetzt hier auch. So. Und dann gucken wir mal. Der könnte den da hinten nicht angreifen. Eventuell läuft er dahin. Der oder der. Auf jeden Fall das hinten, das sollte passen. Der ist noch... Ne, die sind alle schnell. Da habe ich ihn nicht verlangsamen können. Okay. Dann übernehmen wir mal den, dass die sich gegenseitig da angreifen. Oder der zumindest einen anderen angreift. Hiermit können wir, glaube ich, verlangsamen. Naja, machen wir den. Okay. Und dann gucken wir mal, dass wir weiter uns an dem abarbeiten da hinten. You think I can't fight? I can take. Dann mit denen können wir im Moment nichts machen. Wir könnten die eventuell rüberziehen, aber den kriegen wir auch in der nächsten Runde noch nicht alle. Da verhält er zu viel aus. Naja, da müssen wir jetzt erstmal so warten. Eventuell können wir sogar alle mehr oder weniger gleichzeitig von denen töten, dass wir die Leichen uns nicht drum kümmern müssen. I fight for honor. For my Camelot. Ja, ich glaube, um die da hinten brauchen wir uns nicht kümmern. Wir könnten uns damit beschäftigen. Drei. Der ist in drei Zügen bei dem Wurm.
Ach, ne, dann wäre der. Na, dann müsste er diagonal laufen. Ja, das machen wir so. Wir ziehen die hier rüber, damit wir dann den möglichst in der nächsten Runde erledigen können. Wen haben wir noch voll? Ja, den. Der hat noch eine Menge, aber damit machen wir halt gerade nichts. Ja, wunderschön. Der hält also noch. Okay, der ist weggelaufen. Damit stehen die natürlich jetzt hier unnütz da. Aber wir könnten da eventuell drauf rauschen. Wir könnten den auch umrumpeln. Time to feed the ravens. Der wäre direkt im Eimer. Mhm. Was können wir denn mit Magier machen? Wir könnten. Das ist auch nicht schlecht. Machen wir erstmal den. Der liegt. At your service, my lord. Ja, also die könnten wir verhältnismäßig schnell alle erledigen. Die sind ja auch alle am Brennen, das heißt, da bleibt nicht mehr viel übrig. Da schießen wir jetzt einmal drauf, dann gucken, dass wir die alle gleichzeitig töten. Der wird in der nächsten Runde noch nichts machen können. Der ist noch am Brennen. I can take them all. Sword or sorcery? Dann ziehen wir. Dann kann der da rüberlaufen. For king and country. Und der wird natürlich irgendwann zu uns hinlaufen. Von da aus können wir auch nach oben schießen. Naja, da machen wir für den Moment zumindest mehr Schaden. So. Den. Das hat ihn zwar natürlich nicht getötet, aber der kann dann auch in der nächsten Runde nichts machen, während die da alle am Abfackeln sind. So. Wir müssten irgendwie den Angriff so hinbekommen, dass wir die beiden mit einem Rumpel erreichen. Gehen wir mal darüber. Und wir müssten dann wahrscheinlich die Diagonale noch gehen, um ein bisschen die Seite zu bekommen. Oder wir gehen noch zwei Schritte vorwärts. Dann machen wir das. Ja. So. Da müssen wir jetzt wieder gehen. Die kommen auf jeden Fall da jetzt auch nicht weg. Aber 280 Lebenspunkte ist natürlich noch eine Menge. So, der könnte dann auch irgendwo drauf rauschen. Stellen wir den mal hier hin. Halten den bereit. Ja, da können wir angreifen. Idealerweise. Ja, stellen wir den dahin. Läuft der auch hier ein bisschen rüber und die können den noch nicht töten. So. Okay. Ja, der steht auf. Der ist im Eimer. Der lässt aber jetzt natürlich eine Leiche zurück. Und jetzt haben wir quasi drei Runden, um alle umzubringen. Weil dann stehen die wieder auf. For king and country. So. Den müssten wir jetzt sogar direkt erledigen, weil tickt der am Anfang der Runde oder am Ende der Runde? You must
desperate. Okay, wir machen erstmal nochmal einen Wurm dahin. Wir können hier sowieso mit dem nicht wahnsinnig viel an Schaden machen. Eins, zwei, okay, wunderbar. Und den, dazu könnten wir aber, glaube ich, einfach auf Seite gehen. Ja. Eins, zwei und eins. So. Der würde auch verbrennen und der kommt im Moment nicht an uns ran. Okay, das heißt, hier könnten wir jetzt zu dem hochgehen. Wir könnten auch noch einen Schritt weiter gehen, dann könnten wir dem anderen in den Rücken schießen, was ein bisschen mehr Schaden macht. So. Da müssten wir jetzt warten, bis die an uns ranlaufen. Da können wir jetzt ansonsten nicht viel tun. Da ranzulaufen macht wenig Sinn. Der eine hat noch 300 Lebenspunkte. Die werden sich da natürlich teilweise dann aufsplitten. Wir setzen den mal darüber. I fight for honor. Wir stellen den mal eins nach vorne. Time to feed the ravens. Und den auch dahin, dass der Gegner nicht angreifen kann, aber wir auch einen kurzen Weg haben. So, ja. Mhm. So, der könnte auch gleich seinen Doppelangriff... Ne, der Doppelangriff wird hier bei denen nicht getriggert, weil die nicht echt sterben. None can stand in my way. Also die sind alle hier am Boden. Zwei Runden steigen, stehen sie wieder auf. Wir müssten natürlich gucken, dass wir den irgendwie auf Entfernung erledigen. Vielleicht sogar hiermit. At your service, my lord. Das wäre ein Hinterhaltangriff. Was machen wir? Jetzt müssen wir hier so ein bisschen alles auf eine Karte setzen, aber das geht ja schon mal. Wie gesagt, der stirbt sowieso nicht, also wir kriegen keine Punkte oder so für den Kill. I can take them all. So. Und den. At your service, my lord. Time to feed the ravens. I could be of some help, I suppose. Da haben wir nicht so wahnsinnig viel Wahl. Wir könnten da jetzt Feuerbälle drauf werfen. Na. Kneel before your king. Darüber. So. For my Camelot. Ich vermute, dass das den direkt umbringen würde. Das eventuell auch. Ist natürlich hier ein bisschen schlecht einzuschätzen. Wir schießen erst einmal noch mit dem drauf. Und ich denke, das ist sicher genug. Ja. Und dann müssen wir noch alles auf den setzen, was denn geht. Damit kann der... Bin mir nicht sicher, ob der Schild dann zählt für das Blocken, wenn der gestunt ist. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall noch um den kümmern. Ne, der kann nicht blocken. Wir hätten danach immer noch eine Runde. What do you want? Eins, zwei, drei. Dahin. Und Angriff. For my Camelot. Naja. Your orders?
Der kann... Oh! Das habe ich jetzt... Aber der wird wahrscheinlich den... das Vieh angreifen. Okay. Nein, der macht gar nichts. Gut. Dann rüber. Auf die Nase. Und alles im Eimer. Ja, für diesen grünen Gegenstand, ich weiß nicht, so wahnsinnig gelohnt hat sich der Aufwand jetzt dafür nicht. Aber wir haben es geschafft. Und ja, das war auch wieder ein brutaler Kampf. 45 Minuten hier dran gedockt wird. aber er war spannend. Dafür haben wir es jetzt endlich geschafft. Wir haben alles hier in der Mission erledigt und können raus und schauen, was wir denn da ja, mit unseren Punkten anstellen können. Und lass ja mal schauen, was wir für Belohnungen an Gegenständen bekommen haben. Ja, wir sind ja jetzt hier auch wieder am Leveln. Wurfdolch. Ja, okay. Wir haben einen Smaragd und zwei Dunkelsplitter bekommen. Den Smaragd haben wir, glaube ich, durch unseren Zauberturm Hoshi bekommen. Genau. Jetzt werde ich hier aber erstmal kurz speichern, mir einen Tee machen und dann werden wir mal gucken, was wir mit den Gegenständen anfangen. Kleinen Moment. So, da sind wir zurück und jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir für Gegenstände bekommen haben. Ich glaube, von den Waffen, das hatten wir vorher alles schon. Die können wir auch alle verkaufen. Da ist jetzt, die könnte man theoretisch austauschen. Achso, eine Sache, was wir im Auge halten sollten. Wir haben im Moment die vier Leute. Und ich werde möglicherweise wieder die beiden reinnehmen. Und den Mordred, der war nicht super gut. Der hatte natürlich beim letzten Kampf was rausgerissen, aber das war auch hauptsächlich wegen diesem Ring. Und der war zwar auch nicht schlecht, aber... Also den Mordred würde ich mit ihm ersetzen. Und ich glaube, die ist besser als der Schütze. Wahrscheinlich zumindest. Aber die braucht halt erstmal Stufen. Also die können wir jetzt noch nicht reinnehmen. Also erstmal halten wir das so. Wir haben auch gar keine Waffen für die Charaktere erstmal. Aber das halten wir uns erstmal im Hinterkopf. Wenn wir hier diese Gegenstände austauschen, dass wir eben die möglicherweise auf den Charakteren hier verwenden können. Wie beispielsweise, das hier ist halt ein schöner Stab. Den kann sie dann eventuell irgendwann verwenden. Für den Moment können wir den aber nicht brauchen. Und hier könnten wir das Ding beispielsweise schon verteilen unter Schaden, Unterzahl, Flächenangriffe, Schaden gegen Verlorene, Bewegungs-AP. Ich meine, hoffentlich finden wir noch was Besseres, aber... So, das heißt, den Stab halten wir, den Rest verkaufen wir. So. Und... Die weg. Rüstungen. Dass ich nichts versehentlich verkaufe. So. Wir haben... das ist auch wieder so ein Arkanist und Schütze. Also, der wird sowieso was Besseres haben. Hier... Zum Beginn des Gefechts werden 8 LP wiederhergestellt. Das ist so oder so nicht gut. Und das ist für die aber auch... ja, das könnte die eventuell nehmen, aber das ist echt nicht gut. Und das hier... ja, ist halt ordentlich mehr Schutz. Ja. Es sind halt mehr Lebenspunkte, aber insgesamt bringt es nichts. Also die verkaufe ich jetzt auch. Weg damit. Dann haben wir Schmuck und Accessoires. Da wird jetzt vielleicht etwas interessanter. Das war das mit der Erdkugel. Das hatten wir... Das hatte ich einfach auf Seite gelegt, für, dass man es vielleicht irgendwann mal verwenden kann.
kann für jeden fünften vom Helden getöteten Gegner eingesetzt werden. Sowas könnte eventuell für ihn interessant werden, aber der profitiert halt zu stark vom Wurm. Und das würde diesen Wurm ersetzen. Was war das hier? Bewegungsfähigkeiten können mit Bewegungs-AP verwendet werden. 100% des Blockenwerts angegriffener Einheiten wird ignoriert. Für jeden Kill werden 8 LP wiederhergestellt. Das bringt auch alles nix im Endeffekt. Ja. Dann haben wir Schaden gegen Einheiten mit Brand. Flammenwand. Hat die Flammenwand? Ne, die hat alles auf Eis. Also das bringt uns auch nix. Also das hier können wir direkt verkaufen. Dann haben wir, bevor du getroffen wirst, dreh dich immer in Richtung des an der angreifenden Einheit und dann zurück in die ursprüngliche Richtung. Nahkampfangriffe des Helden kosten plus 1 AP. Nee, das klingt nicht gut. Das können wir... Das ist sogar ein episches, ne? Ja. Das können wir sogar hier direkt zerlegen. Opfern. Dann haben wir, das ist Arkanist. Nach dem Treffen einer verfluchten Einheit wird 5 LP wiederhergestellt. Schaden durch Brand. Der hat ja halt diesen, dass es der Schaden immer weiter erhöht wird. Schaden durch Brand, aber Brand hat die nicht. Das kann auch weg. Loyalität, Schaden, die hat auch hier quasi keine Loyalität. Ja, da müsste man natürlich dann noch irgendwie an Entscheidungen kommen, um da die Loyalität zu pushen, weil das macht natürlich schon viel aus. Aber der kann man wahrscheinlich auch noch irgendeinen... Was sind so? Alle Reliquien Staubkosten um 10%. Ja, da steht im Moment wer anders drin. Die kann man auf jeden Fall da ihr den einen Rang geben, damit die Loyalität bekommt. Also. Ja, die beiden oder die drei können weg. Und das hier. 50% des Blockenwerts angegriffener Einheiten wird ignoriert. Minus 1 AP-Kosten für Wurf. Das ist nur Vorhut. Okay, hat sich erledigt. Schaden ohne Verwicklung. Schaden durch Brand. Okay, also die können alle weg. Okay. Weg, 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 weg und weg. So, und dann können wir mal gucken, ob wir hier Sachen kaufen könnten. Nahkampfgrundangriffe, ne? Also wenn ich kaufe, guck mir jetzt auch nur die höchsten an. Zusätzlicher Schaden für verlorene Lebenskraft, ne? Plus 1 AP einfach so. Plus 4 Waffenschaden. Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so, als wenn man das unbedingt haben wollen würde. Man muss dann immer, natürlich immer bedenken, dass man da auch was für austauschen muss. Ein AP für den ersten Kill in jedem Zug. Also, da ist natürlich das Gekaufte auf jeden Fall besser. Naja, dann kaufen wir das. Und bevor ich das jetzt wieder versehentlich verkaufe oder so, wird das hier ausgerüstet. Und bevor ich es hier vergesse, der sollte auf jeden Fall auch noch einen Trank bekommen. So. Dann. AP für den ersten Kill in jedem Zug. Das ist wahrscheinlich immer noch gegen Betäubung. Ja. Für den gut und dann können wir das hier, Ring der Unnachgiebigkeit, den können wir hier opfern. So, und dann können wir noch schauen, ob wir hier was kaufen können. Erstmal können wir das hier sowieso holen.
Da müssen wir mal später schauen, auf wen wir das verwenden, aber... Deine Abklingzeit auf Unterstützungsfähigkeiten, Verbündete im Umkreis in drei Feldern verursachen 8 zusätzlichen Schaden pro Treffer. Ist das auch der... Achso, das ist nur Weise. Einen Weisen haben wir sowieso nicht. Den Bogen. Chance, doppelten Schaden zu verursachen, plus 1 AP. Für den Kill den ersten Zug plus 1 AP. 8 Schaden für Flächenangriffe. Der ist schon sehr gut. Ja, den könnten wir da jetzt kaufen. Aber den will ich ja eigentlich dann wahrscheinlich irgendwann austauschen. Das wird aber noch dauern, bis wir den austauschen. Teleportiert sich am Alleine des Nahkampfangriffs 2 Felder von der angreifenden Einheit weg. Da ist ordentlich Rüstung drauf. Zwei zusätzliche AP beim Zurücklegen von mindestens 3 AP. Das klingt auch richtig gut. Nur Arcanist, das wäre auch sowas für die dann. Naja. Das hier wird aber noch nicht aufgefüllt. Das heißt, wir können uns das später auch noch aussuchen. Also den Bogen könnten wir hier brauchen. Schaden für Flächenangriffe, das macht schon einiges aus. Ist natürlich, naja, nur so eine temporäre Sache. Aber ich mache das jetzt mal. Naja, gekauft. Und den haben wir direkt hier reingesetzt. Und dann werden wir den auch direkt erledigen. Und holen uns da wieder ein paar Punkte zurück. So. So, da ist die Preis von Reliquien wird um 10% verringert. Ja, die sitzt da drin. Naja. Okay. Und damit sind wir zumindest mit den Gegenständen durch. Dann müssten wir mal schauen. Also das hier behalten wir erstmal und das hier. Ja, behalten wir auch erstmal. Ja, eventuell tauschen wir da nochmal was aus. Wir müssten dann mal schauen. Achso, wir haben die. Wir haben natürlich jetzt hier ein bisschen Geld und ein bisschen Gebäuderessourcen. Wir könnten hiervon jetzt was kaufen. Die müssen wir sowieso irgendwann weiterführen. Also ich kaufe jetzt einfach das hier, einfach damit wir da weiterkommen. Und bei dem anderen müssen wir dann erstmal abwarten. Und hier unten, beim Skialtar, da könnten wir theoretisch jetzt unsere 2 Dunkelsplitter ausgeben, bloß dass hier alles so teuer ist, dass wir damit noch nichts kaufen können. Übrigens habe ich hier gesehen, Gegner beginnen ihren ersten Zug jedes Gefechts mit 1 AP, das ist falsch. Im Englischen steht da minus 1 AP, das ist dann deutlich schwächer. Krasse Sachen, die ich hier noch gesehen habe, ist Scharfschützen erhalten für jeden Kill in den ersten Kill in jedem Zug plus 2 AP bis zum Ende des Gefechts. Das würde aber nur was bringen, wenn wir den Scharfschützen eben beibehalten. Feuerfertigkeiten verursachen außerdem einen Zug lang 25% Blenden. Na, weiß ich nicht, ob das mit dem. Ob das so sinnvoll ist. 2 Reichweite für Fernkampffähigkeiten, das ist sicherlich gut. Waffenschaden pro Feldentfernung zum Ziel. Das ist natürlich sehr gut, vor allem Dingen, wenn wir sehr viel mit Fernkampfangriffen machen. Und ja, der Rest ist mehr so nett, sage ich mal, aber da ja, weiß ich nicht ganz, was Unterstützungsfähigkeit, was dazu deklariert ist und was nicht. Aber im Moment können wir hier leider sowieso nichts kaufen. Dann haben wir natürlich auch noch Fähigkeitspunkte weiter zum Verteilen. Also hier haben wir jetzt noch 3 Punkte und da könnten wir jetzt überlegen, was wir machen. Und das ist, hatten wir vorher auch schon, also damals in der Kampagne, so ein bisschen das Problem, dass der einfach zu viele Punkte hat für, ja, er hat zu wenig Sachen, die er nehmen kann für die Punkte.
Und diese Fähigkeit fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Ja, da machen wir jetzt den Schock noch eine länger, aber noch ein Ziel mehr für Kettenblitz. Das heißt aber, wir müssen ein Ziel mehr für Kettenblitz auswählen, sonst können wir den gar nicht verwenden. Das hier bringt zu wenig. Ja, also da könnten wir jetzt das eine oder andere eben noch mitnehmen, aber so wirklich sinnvoll sind die Sachen alle nicht. Der Rüstungsverlust verringert sich um 20%. Ja. Kann man machen. Die bringen alle nicht so viel, als wenn ich sagen würde, ja, die sind so super doll. Deshalb, da würde ich ganz gerne, also den werden wir wahrscheinlich durch den Lanwal irgendwann ersetzen. Den benutzen wir aber erstmal weiter, dass wir den da trainieren. Abklingzeit wird hierdurch dann zurückgesetzt. Wir nehmen diese mit der Rüstung, dann wird der minimal besserer Tank. Aber bin ich nicht so überzeugt von. Dann haben wir den Balen noch mit 4 Punkten und ja, das ist natürlich nach wie vor im Nahkampf ein Leistungsträger, auch wenn der durch den Patch ordentlich schwächer wurde. Also plus 1 AP für den ersten Kill in jedem Zug. Und der bräuchte auch hier eine neue Waffe. Ich mache mal kurz eine Pause und ich gucke mir das hier nochmal genauer an bei dem. Für 4 Punkte immerhin. So, ich habe mir die Sachen hier nochmal von dem angeguckt. Das hier klingt zwar sehr gut, ist aber sehr schwer zu planen dann. Deshalb bin ich da jetzt nicht so der Fan von. Das erhöht den Schaden um 30%, macht aber alles an Bewegungen doppelt so teuer und das für 3 Runden. Und da so weit in die Zukunft zu planen, ist halt schon schwer. Und 30% Waffenschaden macht dafür jetzt nicht so den Riesenunterschied. Also das kann man dann zwar wieder ein bisschen senken, dass das nicht ganz so viel ist. Und man kann auch da die Kosten ja von Schlag dann senken. Aber dann ist man da wieder am Kalkulieren. Okay, diese Fähigkeit kostet 2 Punkte. Da muss man 2-mal schlagen, um das wieder rauszuholen. Kann man machen. Aber es macht das dann schlussendlich für verhältnismäßig wenig Schaden, ist das eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Das will ich eigentlich nicht. Pulverisieren hingegen ist im Gegenteil was. Damit bekommt man nochmal eine Aktionsmöglichkeit dazu. Gegner wegstoßen und das ist super. Und wir können dann auch noch die Kosten senken und die Kosten hier wieder erhöhen. Aber dann können wir auch noch einen Gegner dann betäuben und damit können wir dann den Charakter beispielsweise auch wegbewegen. Das ist ein super Utility. Deshalb nehmen wir das auch noch mit dazu. So, dann haben wir den Merlin. Da haben wir jetzt noch 2 Punkte. Ja, wir machen eben sehr viel mit Feuer. Achso, hier könnte ich auch theoretisch wieder schauen. Rabenschwarm kann auf 2 Felder entfernte Gegner übergehen. Das ist normalerweise auf 4. Das ist wahrscheinlich auch eine schlechte Übersetzung. Da wüsste ich nicht recht, was wir da nehmen sollten. Also alles, was mit Feuer ist natürlich gut. Waffenschaden gegen Einheiten, die vom Brand betroffen sind, das ist nicht verkehrt. Aber ich guck mal gerade, wie das mit dem Raben aussieht. Und stell das dazu auf Englisch um. Und was steht hier? Ja, da steht halt 2 weiter und nicht um 2 Felder. Also das ist dann schon ganz gut. Und damit wird die Dauer nochmal erhöht. Dann würde ich sagen, nehmen wir... Achso, hier haben wir noch was Tolles. Damit, wenn die Teile kaputt gehen, wenn die Gegner gechillt,
Und das ist, glaube ich, ganz ordentlich. Und damit können wir die Cooldown noch mal senken. Dann machen wir das. Machen wir die Illusionen noch stärker. Dadurch, dass da zwei Illusionen rauskommen, ist das echt nett. So, und der hat noch zwei Punkte übrig. Und da machen wir auf jeden Fall diesen Pfeilsturm noch stärker. Wir können die AP-Kosten reduzieren. Und wir können auch Armor Breaking. Wir können den Schaden erhöhen. Ist eigentlich alles gut. Aber hier der Schock, der plus eine Runde, dass die nochmal weiter langsam, stärker verlangsamt werden. Das ist auch ziemlich gut. Damit hätten wir jetzt erstmal die vier Charaktere auch gesteigert und fertig gesteigert. Um die beiden kümmern wir uns dann später, wenn wir eben da soweit sind und die mitnehmen. Den hier würde ich jetzt hier erstmal weiter noch zwei Runden ausbilden und dann ist er auch an der Maximalstufe angekommen. So, plopp. Und die ist gestiegen. Und die machen wir jetzt. Ach, jetzt haben wir kein Geld mehr für das Tournament. Ah, das ist aber blöd. Das wollen wir natürlich machen. Da müssten wir jetzt mal gucken, dass wir ein paar Sachen verticken, um uns das erlauben zu können. Also der Tiergear. Ja, da werden wir jetzt einfach die so ein bisschen rippen. Okay. Der ist schon 20. Die ist 12. Da werden wir den Kram sowieso nicht benutzen. Haben wir hier nicht noch Reset Skill Points? Die würden wir sowieso nicht. Hier, das Schwert kann weg. Das ist echt mal gar nichts wert. Das hier kann weg. Damit sind wir dann bei... Das reicht immer noch bei weitem nicht. Moment, ich verkaufe erstmal. Also den Stab, den wollte ich behalten. Und die werden wir mal gerade verkaufen. So, damit haben wir 500, weil wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir die möglichst schnell von der Stufe hochbekommen. Und da sollten wir jede Runde so ein Turnier mit ihr machen. Damit die jede Mission eine Stufe steigt. Jawohl. Ja, ich müsste auch die Sprache wieder umstellen, aber für den Moment passt das dann auch so. Oder im Moment, wir gucken uns gleich noch die Missionen an. Also stelle ich das doch mal gerade wieder um. Deutsch. Und ja, was gehen wir als nächstes an? Wir könnten zwar jetzt gegen die Ski kämpfen, aber ich glaube, es macht Sinn, hier weiter erstmal gegen Ritter oder so zu kämpfen. 21, wir sollten auf jeden Fall weiterhin einfachere Missionen machen. Die sind aber alle 21. Verstecktes Nekromanten, das sind Untote. Untote sind immer fies, weil man die halt nicht einfach so umpusten kann. Und Ski, ja, sind auch gemein. Also ich würde sagen, dann machen wir Raubritter. Ich denke, das dürften die einfachsten Gegner sein. Und dann können wir uns für die anderen noch so ein bisschen an Stärke erstmal sammeln. Und alles andere schon eingestellt. Das heißt, beim nächsten Mal können wir dann auch direkt wieder in den Einsatz gehen. Und hier die anderen Sachen, die werden wir uns dann eben anschauen, wenn wir hier wirklich weit genug sind. Das macht sowieso eben nur für die allerbesten Gegenstände Sinn. Das ist halt so eine Sache, da werden wir erstmal nicht viel mit zu tun haben. Und dieser Ski-Alter, wir haben ganze zwei Splitter bekommen. Das wird wohl sicherlich auch noch dauern. Also, das war's für dieses Mal. Die erste Mission endlich geschafft. Da kommt aber sicherlich noch eine ganze Ecke mehr. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.